Ja, mitten am Morgen starten wir das Spiel ohne Sorgen. Es wird mir schon ein paar Tode besorgen. Ja, das war's mit dem Reim. Oder ich hätte noch einen ganzen Ladebildschirm, der sich jetzt gerade zieht, wobei ich mitten bei meinem Reim versagt habe. Wir haben letztens ein paar Outriders. Outlaws. So viele Outriders wieder gespielt. Outlaws haben wir gekillt. Dann werden wir mal durchklauen bei den Re Jacks müde. Jacks sich hinsetzen. Wir werden durchklauen, was wir finden. Überhaupt die ganzen Besenstiele. Keine Energiespeicheranleitung verboten. Wurscht. Komm, gib mir den Trank, nicht den Sessel. Ich will mich gar nicht hinsetzen. Ich bin nicht gut Ich genug. bin nicht gut genug. Energiespeicher, Mana-Trank, Öllampe. Viele Betten zum Schlafen, die werden die Leute nicht mehr brauchen. Das Mana hier hinten. Ein bisschen Mana. Ein bisschen Mana. Das habe ich gern. Und dann schauen wir, ob sie uns vielleicht doch nicht in die Stadt reinlassen wollen. Und das für ein Loch. Uah. Ich bin noch leicht müde. Aber komischerweise schaffe ich es gerade früh aufstehen, damit ich mehr arbeiten kann. Gameplay ist in der Früh, dann ein bisschen Musik-Editing, Mixing und Mastering am Abend. Und irgendwann mal schlafen gehen. Jo, Storytime. Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt. Die Outlaws sind erledigt. So habe ich das gerne. Wie versprochen, deine Belohnung. Und wenn sich wieder mal ein paar Outlaws hier einnisten, komm zu mir. Ich möchte informiert bleiben, was hier vor der Stadt passiert. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns. Sorry. Findet mich seltsam. Was soll man tun? Ah. So, lassen Sie mich jetzt in die Stadt. Hätte ich nochmal mit ihm reden müssen. Ich glaube, er lässt mich jetzt rein. Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Die Outlaws vor der Stadt sind tot. Das ist, schade. Einer von ihnen hatte schon seit längerem eine ID-Karte zum Betreten der Kuppel beantragt. Zu blöd, dass er sie jetzt nicht mehr braucht. Aber du siehst aus, als würdest du gerne in die Stadt. Heute ist ein Glückstag. Zufälligerweise ist gerade eine ID frei geworden. Hier hast du sie. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung.
Das Concealer speichere ich. Den Friedenspakt halt. Der besagt, dass die freien Menschen zusammenarbeiten, um die Alps zu besiegen. Was haben wir hier? Separatist, Outlaw, keine Namen. Cooper. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Ah. Für die Kleriker. Ist das dein Ernst? Hast du nicht mitbekommen, was hier abgeht? Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Oh. Wir wissen ja schon, was abgeht mit Cooper. Ein bisschen Elex. Ein bisschen Energiespeichers. Okay, wo sind die Quests? Wo sind die Quests? Man Erich aufsuchen. War da irgendwas Besonderes? Ich glaube. Was gibt's? Vivian. Ich wollte nur. Halt mal. Du. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du siehst einem Alp sehr ähnlich. Aber nein. Kann nicht sein. Ist aber auch egal. Hier in Abessa sind alle Völker willkommen, solange sie keinen Ärger machen. Um ehrlich zu sein, wenn die Alps nicht so verdammt gefühllos wären, wären sie die perfekten Menschen. Aber sie sind die einzige Fraktion, der ich nie angehört habe. Was meinst du damit? Möchtest du ein Alp werden? Das ist eine lange Geschichte. Wenn dich mein Leidensweg tatsächlich interessiert, dann erzähle ich ihn dir natürlich. Klar, lass hören. Ach, wir wissen reinteressiert. Erzähl mir deine Geschichte. Wie bist du bei den Klerikern gelandet? Du willst es also wirklich hören? Sonst hätte ich nicht gefragt. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, aufgewachsen bin ich in Goliath. Mein Vater und meine Mutter waren beides gebürtige Berserker. Damals herrschte noch Bjar über Goliath und noch nicht Ragnar. Als Kind haben mich die Gesetze natürlich nicht interessiert. Aber als ich ungefähr 12 Jahre alt war, kam einer der Warlords zu uns nach Hause. Ich weiß nur noch, wie ich schrie. Es ist noch immer alles verschwommen von damals. Sie haben meine Eltern aus ihren Betten gezerrt. Und bevor ich mich versah, war ich alleine in der Stadt. Was haben sie mit deinen Eltern gemacht? Na was wohl. Sie wurden verbannt. Warum sie verbannt wurden, wollte mir niemand sagen. Bis heute weiß ich nicht, was sie getan haben sollen. Ich hasse die Berserker und ihre Gesetze. Nichts gegen diejenigen, die sich hier in der Stadt herumtreiben. Aber diese gesetzesfürchtigen Idioten in Goliath, die wissen gar nicht, was sie sich selbst damit antun. Als ich alt genug war, ich müsste um die 19 Jahre alt gewesen sein, bin ich schließlich aus Goliath abgehauen. Ich habe mir geschworen, nie wieder zurückzukehren. Und bis heute habe ich keinen Fuß nach Edan gesetzt. Was hast du dann gemacht? Naja, was macht man schon, wenn man alleine durch die Welt streift? Man schlägt sich mit Banditen und wilden Tieren herum. Es dauerte nicht lange, da haben mich einige Banditen gefangen genommen. Und dann... Also... Diesen Teil der Geschichte werde ich auslassen, wenn du nichts dagegen hast. Da möchte ich nicht drüber reden. Wie dem auch sei, nach einigen Jahren konnte ich fliehen, als ein Trupp Outlaws des Dukes vorbeikam. Ich habe mich ihnen angeschlossen und bin mit ihnen zusammen nach Tavar gereist. Die Outlaws waren schon mehr nach meinem Geschmack. Bei ihnen habe ich kämpfen gelernt und wie man nur von Schrott überleben kann.
Wieso bist du nicht bei den Outlaws geblieben? Wegen der Banditen, die mich damals gefangen genommen hatten. Sie kamen zu uns ins Fort und wollten den Duke sprechen. Als sie mich dann sahen, musste ich fliehen. Ich bin einer Patrouille der Kleriker in die Arme gelaufen. Sie haben mich überredet, zu ihnen zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Hort bei den Klerikern. Die ganzen Stunden Schrott auseinandernehmen und zusammenbauen in Tavar hat sich hier für mich ausgezahlt. Sie haben erkannt, dass ich gut mit Technik kann. Seitdem arbeite ich an diversen Robotern und KI-Systemen. Ich bin der Meinung, dass Roboter am besten dafür geeignet sind, den Frieden einer Stadt aufrechtzuerhalten. Sie machen keinen Unterschied zwischen Rasse oder Klasse. Jetzt habe ich aber wirklich genug erzählt. Bei Kalan, ich fasse es nicht, dass du dir das echt alles angehört hast. Ich danke dir. Es tat gut, das alles mal jemandem zu erzählen. Man sieht sich. Wie wird es zufrieden? Oh, ich sollte mir Kommentare ersparen, aber die Jedi Mind Tricks haben sie anscheinend im Endeffekt Clean Board dazu überredet, Klerikerin zu werden. Ja, die guten alten Kleriker Jedi Mind Tricks. Deswegen mag ich die Faction auch. Oh, ich will gar nicht stillen hier. Wer treibt sich hier herum? Ich bin's, Turex. Führst du was im Schilde? Immer doch. Ich behalte dich im Auge. Gut, gut. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Du, nee, hast du einen Namen? Nein, hast du nicht. Hey, du hast einen. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel. Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl. Wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Warum fragst du? Aus Interesse. Eigentlich kann es uns egal sein. Unter meiner Kuppel kann uns sowieso nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Ich dachte, Kleriker wollen keine unreinen Menschen neben ihnen. Wir sind der Überzeugung, dass Elex den Körper und den Geist verseucht. Und dass jeder reine Mensch eines Tages in den Armen Kalans die Erlösung finden wird. Er wird kommen und uns von hier wegbringen. Was mit den Unreinen geschieht, das weiß ich nicht. Aber dennoch liegt es nicht an uns, die Unreinen zu bestrafen oder auszusperren. Hier in der Kuppelstadt ist jeder willkommen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich ja, habe was den könnte ich? Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ja, die A-Serie war viel besser. Stimme ich total zu. Mechaniker, was ist das für ein Teil? Ein Generator wahrscheinlich.
Ja. Wo ist der Loot? Schau mal rein. Kein Name. Oh, ich sollte die Mission ausfüllen. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Ich würde einfach alles verkaufen. Dann verteilt sich das schon von alleine. Besser Ray. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Ist das Verhalten nicht typisch für die Menschen? Exakt. Darum sind wir Kleriker auch treu im Glauben. Dem Menschen mangelt es an Perfektion. Die ist unserem Gott vorbehalten. Nur wenn wir ihm nacheifern, können wir eine Ahnung davon bekommen, wie wahre Eintracht aussehen muss. Aber ich schweife ab. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Viel Text. Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Wegen der Waffenlieferung. Das machen wir. Du setzt deine Leute als Spitzel ein? Natürlich. Anders ist es unmöglich, an brauchbare Informationen zu kommen. Solange wir die Übersicht über alle Geschehnisse haben, kann der Status quo erhalten werden. Informiert zu sein ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade bei diesem arbeitsscheuen Gesindel aus der Wüste. Verdammten Outlaws. Ich kümmere mich darum. Gut. Dann will ich dich mit dem Nötigsten ausstatten, damit deine Mission erfolgreich sein wird. Hier, nimm diese Splitter. Vielleicht wirst du sie brauchen, um ihr Vertrauen zu erkaufen. Dein Ziel ist eine Frau. Ihr Name ist Paige. Verwickel sie in ein Gespräch und hoff darauf, dass sie dich in ihren Plan mit einbezieht. Sie treibt sich hier irgendwo herum. Wo genau? Das wirst du selbst herausfinden müssen. Gibt es etwas, das ich über sie wissen muss? Außer, dass sie zu den Outlaws zählt. Nein. Sobald du die ihr zugedachte Ware bekommen hast, bringst du sie mir. Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht.
Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Das weiß ich jetzt schon. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Okay. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Werkbank. Ja, schauen wir mal schnell, was meine Elixtränke sagen. Kein Schnaps. Ja. Hey. Okay. Können wir da Attribute, Attributes Point uns reinhauen? Gottfried. Ich muss mich konzentrieren. 43 Grad, östliche Richtung, Entfernung 5 Kilometer. Vielleicht könnte ich die Empfindlichkeit des Empfängers. Nein, obwohl. Soll ich später wiederkommen? Nein, jetzt habe ich den Faden eh schon verloren. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, hier am laufenden Band in meiner Arbeit unterbrochen zu werden. Aber wenn wir schon ins Plaudern kommen, hilf mir kurz. Wie viel Grad hatte ich gerade im Kopf? 43 Grad östliche Richtung. Exakt und absolut präzise. Ein gutes Paar Ohren hast du. Hier. Dafür, dass du meiner Überlegung wieder auf die Sprünge geholfen hast. Oh. Ich nehme an, du bist der Funkmeister. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, du ziehst auch die richtigen Schlüsse. Ja, ich bin in der Tat der hiesige Funkmeister. Meisterlich ist jedoch nichts an dem Posten. Der Gerätezustand ist desolat. Einfacher wäre es, 2 Blechdosen mit einer Schnur zu verbinden. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir einen Energie- oder Funkausfall hatten. Aber nun habe ich dir wirklich genug von meiner Zeit gewidmet. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, such Vito auf. Er ist immer interessiert an neuen Gesichtern und ist sicher ein besserer Zuhörer als ich. Wo finde ich Vito? Sieh dich in unseren Mauern nach einer Kneipe, Schenke oder Bar um. Ich habe keine Ahnung, wie jemand von deinem Schlage so eine Spelunke nennen mag. Und auch wenn der Eindruck täuscht, soll er dort ein gutes Bier ausschenken. Entzückend. Oh, das wird eine Rede-Episode. Point of Power. Interesting. Wo geht's hier rauf? Nehmen wir mal die Leiter. Ja. Weiß, was ihr euch denkt. Warum fliege ich nicht? Wäre doch einfacher. Stimmt. Schwert der Ankunft. Ich bin nicht gut genug. Useless. Schauen wir mal schnell, wo wir hin müssen für die eine Mission. Oh, okay, nein. Gehen wir wieder runter. Oh, schau. Gutes Material.
Mal schnell speichern, bevor ich doch nicht irgendwie sterbe. Hier können wir runterschauen. Hier drüben war noch was. Okay. Wo war die Audioaufnahme? Oh, oh. Nee, nee, nee. Das sind ja keine Outlaws, wo man stehlen kann. Oh. Oh. I'm a hypocrite. Nein, nein, ich... Oh. Hallo? Hallo? Okay, gehen wir Richtung Typ mit Quest und dann sind wir, glaube ich, schon fertig. Ah, bald mal. Ohne der Kleriker. Vielleicht finden wir Page auch noch. Sicher ein paar Splitter für einen Veteran. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Der Kerl erinnert mich daran, dass mein Bruder und ich auch mal eine Weile betteln mussten. Ohne die Splitter, die man uns zugeworfen hätte, wären wir wohl verhungert. Oder so. Geh mir aus dem Weg. Aber sicher doch. Nur ein paar Splitter, dann bin ich schon weg. Verpiss dich. Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine... sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Ah... Bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Ah. Oh. Ich werde dir den Regulator nicht geben. Wie du willst. Dann eben nicht. Aber komm nicht zu mir und frag nach Hilfe, wenn hier niemand mehr rausgelassen wird. Ich kann teleportieren. Lass uns handeln. Alles klar. Wirklich? Schnaps hat der Phil natürlich. Oh, brauchen wir Felix-Tränke. Yo, out of my way. Presse Ray. Dir wird noch mehrere Sachen nicht gefallen, was ich tun werde. Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Jo, Lutz. Finger weg von meinen Maschinen. Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Ich bin selber so ein Schirmprofiler. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Okay. Na klar doch. Das ist Page, Riley, Page, später, nächste Folge. Zu Erich wird gegangen. Vielleicht verpetzen wir noch Riley. Treten Ray nochmal in die Nüsse. Dafür, dass er sich einmischt und Opinions hat.
Frag das doch einen der Techniker. Wo ist Erich hier? Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Das war's. Die Kuppel ist ein Geschenk Kalans. Vergiss das niemals. Früher oder später musste das ja passieren. Okay. Dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt darüber diskutieren. Ja. Reden wir gleich noch mit Paige? Nee, keine Zeit. Danke fürs Zuschauen. Episode vorbei. Tschüss.